Ja, Leute, willkommen zurück zu The Lost Crown. Die nächste Folge, wir sollen ja das Rätsel mit Tommy oder Timmy lösen. Ich weiß es gar nicht, wollten wir uns das hier nicht aufschreiben jetzt? Dios, Licht, Virio, Little, Wheat. Oh, das ist hoffnungslos. Es muss noch einen Hinweis geben. Können wir das nicht irgendwie aufschreiben so? Ne, das geht nicht. Ich kann hier auch gar nichts drauf verwenden, ne? Aber vielleicht fragen wir mal den, Russet. Vielleicht weiß der ja was, ne? Oder vielleicht kann der das übersetzen. Ah, da ist auch ein Benutzensymbol bei dem. Was macht der da eigentlich? Mr. Russet, darf ich Sie etwas fragen? Nur zu, Junge! Geheimnis, spukt es in der Kirche. Mr. Russet, könnten Sie mir kurz helfen? Bei was genau? Was steht auf dem Stein bei der Vorhalle, genau? Was steht auf dem Stein bei der Vorhalle? Der Rätselstein! Ja, es sind seltsame Buchstaben darauf. Angelsächsisch, glaube ich. Genau, ich weiß, was sie bedeuten. Großartig. Was ist das für ein Rätsel? Los, lesen Sie mir die Zeilen vor. Oh, einen Moment. Ich schreibe es auf. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hin. Mit der Aufschreibung gedauert. Darauf habe ich nämlich gewartet. Jetzt können wir nämlich den Block da drauf benutzen. So, mal gucken. So, ne? Ja. Ich werde eine Notiz machen. Gut, da haben wir die Zeichen jetzt drauf. Und damit gehen wir jetzt zu Mr. Russet. Übrigens habe ich mein Mikrofon etwas runtergeschraubt und deshalb ist jetzt wahrscheinlich meine Stimme genauso laut wie die der Charaktere in-game. Also wenn es mal passieren sollte, dass ich was sage und die sagen was, dann versteht man es wahrscheinlich nicht. Aber so geht's eigentlich. Also, ich meine, bei den anderen Spielen geht's ja auch. Mr. Russet, darf ich Sie etwas fragen? Nur zu, Junge! So, jetzt machen wir wieder da kurz helfen. Mr. Russet, könnten Sie mir kurz helfen? Bei was genau? Der Rätselstein. Was steht auf dem Stein bei der Vorhalle? Der Rätselstein! Ja, es sind seltsame Buchstaben darauf. Angelsächsisch, glaube ich. Genau, ich weiß, was sie bedeuten. Großartig! Was ist das für ein Rätsel? Los, lesen Sie mir die Zeilen vor. Gut, erstmal lesen wir die erste natürlich vor. Dios, Lift, Beret, Little, Wheat? Ah, das heißt, der Wind trägt kleine Kreaturen. Und dann der zweite Satz. Offerbeorgliopa passint bleis weep? Über Berghänge und Landzungen. Dunkel. Wie kommt es, dass Sie sowas wissen? Das ist Altenglisch, Junge. Altenglisch, ja. Svert, Selpaid, Sanges, Rope? Im Anzug mit schwarzem Körper, voller Lieder. Erstaunlich, was bedeutet das? Alles wird klar werden. Das sind bestimmt die Krähen. Hippum, Feriot, Lut, Sirmo? Sie zwitschern und lärmen wie eine Armee mit Flügeln. Ist es ein Rätsel, ja? Deshalb nennt man ihn ja den Rätselstein. Mensch, Nigel, ey. Ach, Kerl. Tredeat, Veroneos, Hyvilium, Berxalo. Winden sich den Weg zu bewaldeten Felswänden. Und der letzte Satz. Nipa Bernard Nemnat Hisilf. Manchmal zu den Hallen der Menschen singen sie ein Lied mit einem Namen. Das ist höchst beeindruckend, Mr. Russet. Nicht wirklich. Alle Leute von hier kannten das Rätsel. Einst, vor langer Zeit. Wie lautet die Antwort? Das würde alles verderben. Finden Sie es heraus. Der Wind trägt kleine Kreaturen über Berghänge und Landzungen dunkel.
Im Anzug mit schwarzem Körper voller Lieder. Sie zwitschern und lärmen wie eine Armee mit Flügeln, winden sich den Weg zu bewaldeten Felswänden, manchmal zu den Hallen der Menschen. Singen sie ein Lied mit einem Namen. Das Komische ist natürlich jetzt, dass Krähen ja nicht eigentlich nicht singen und in den Hallen der Menschen rumwuseln, also könnte es vielleicht doch irgendwas anderes sein. Aber wir gehen mal zu Timmy. Hallo. Ich habe das Rätsel übersetzt, Timmy. Bist du da? Waren das fremde Worte oder sowas? Das kann man wohl sagen. Es war angelsächsisch. Was bedeutet es? Finden wir es zusammen heraus. Okay, ich bin ganz Ohr. Der Wind trägt kleine Kreaturen? Vielleicht Insekten? Über Berghänge und Landzungen. Dunkel? Die herumfliegen. Vielleicht nachts? Fledermäuse? Im Anzug, mit schwarzem Körper, voller Lieder. Lied? Können keine Insekten oder Fledermäuse sein. Ja. Okay, Sie sind dran. Verstehe. Versuchen wir's. No? Aber muss ich mir jetzt den Text zeigen? Wo hab ich ihn denn? Da. So, jetzt muss ich ja antworten. Sie zwitschern und lärmen, wie eine Armee mit Flügeln. Eine Armee. Soldaten? Nein, kann nicht sein. Soldaten. Was ist mit Winden sich den Weg zu bewaldeten Felswänden? Felswände? Die Küste? Vielleicht ist es ein Vogel. Ja, ein Vogel mit einem schwarzen Körper. Eine Krähe? Nein. Manchmal zu den Hallen der Menschen singen sie ein Lied mit einem Namen. Ein Vogel, der Menschen mag? Vielleicht nistet er in Hallen. Oh, ich hab's! Das sind die Vögel auf diesem Friedhof. Sie nisten im Turm, bei der Halle der Menschen, die ihre Lieder singen. Klasse! Wir haben es geschafft! Das haben wir, Timmy. Wirst du mir das Geheimnis verraten? Die Vögel haben einen Namen. Kennen Sie ihn? Elster, Krähe, Schwalbe. Stimmt, Schwalbe, oder? Schwalbe? Das stimmt. Das sind Schwalben. Sie nisten im Turm. Schauen Sie es sich an. Die Turmtür ist verschlossen. Das ist mein Geheimnis. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Möchten Sie ihn? Du weißt, dass ich ihn will. Er hat nur selbst. Bis bald, Mister. Alles klar. Jetzt haben wir den Turmschlüssel. Da können wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt auch hin. Das war ja der Turm, den wir am Anfang gesehen haben, wo wir hier hergekommen sind. Die Maus spackt schon wieder ab. Immer dieses lange Lorden, da guckt immer ein wenig, ne? So, dieser Turm nämlich. Da müssen wir jetzt wieder hochlaufen. Und können die Tür öffnen. Boah, welch gruseliger Ort. So, den Text haben wir natürlich auch nicht mehr, den haben wir Timmy gegeben. Oh, shit, da liegt was im Boden. Die Glocken sind auch nicht mehr so fest, hä? Oh. Da sind auch Vögel abgebildet. Hasen. Na, das war's, oder? Und was haben wir hier denn schön? Das sieht aus wie eine Werkbank. Oder wie ein Apparat, der nicht funktioniert. Ah, hier benötigen wir etwas. Okay. Oh, gehen wir doch mal hoch. Ah, da sind wir jetzt oben. Ein Kreuz oder Denkmal steht auf den Klippen. Ja, da sind wir ja dran vorbeigelaufen. Wir könnten vielleicht mal hier... Kann man hier benutzen? Das ist nicht richtig. Nee, geht nicht. Also wir können hier nichts benutzen. Eigentlich hätte ich gedacht, wir können hier wegen mit dem Fernrohr rumgucken. Naja, gehen wir wieder nach unten. Und wir können ja sogar nach unten gehen. Oh, was haben wir denn da?
eine Kurbel. Was ist das hier? Huh, ziemlich dunkel. Oh. Und da brauchen wir wohl ein Passwort oder sowas. Aber für was brauchen wir die Kurbel? Ja, hier können wir anscheinend nichts mehr machen. Gehen wir einfach mal zurück zur Kirche. Denn ich weiß ja schon, was wir machen müssten. Aber wir tun einfach mal so, als wüssten wir gar nichts. So, wir gehen jetzt mal in die Kirche rein. Oder sollten wir in die Kirche? Ja, wir gehen mal in die Kirche. Hier hinten war nämlich noch was. Da könnten wir uns jetzt die Orgel angucken. Aber die geht natürlich nicht. Dann gehen wir mal hier nach hinten. Wer nichts wagt, ne? Nigel? Diesmal sagt das nicht. Nein, das sagt er nur, wenn es dunkel ist. Tote Ratten liegen hier rum. Blah. Aber was haben wir denn da? Aha, da könnten wir wahrscheinlich das hier einsetzen. Aber da geht nichts. Beinahe, aber erst brauche ich noch etwas anderes. Sieht so aus, mein Freund. Tja, die Ratten scheinen hier verhungert zu sein oder so. Ich meine, hier ist ja eh niemand mehr. So wie es aussieht. Die Wände sind total voller Staub und Dreck. Die Rohre rosten schon. Irgendwie unheimlich. Aber hier ist eh alles unheimlich. Vielleicht kann uns Mr. Russet weiterhelfen. Weil der hat uns ja schon mal geholfen. Und wir waren ja jetzt im Turm drin. Vielleicht kennt er sich da aus. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ne? Ich frage mich, was er mit derselben Stelle macht. Mr. Russet, darf ich Sie etwas fragen? Nur zu, Junge. Nur zu, junge Mensch. Ja. Mr. Russet, könnten Sie mir kurz helfen? Bei was genau? Was ist mit der alten Maschine im Turm? Was ist das für eine alte Maschine im Turm? Ach, das wird meine alte Dampfmaschine sein. Was macht sie? Machen. Machen. Sie macht Dampf. Wieso? Reicht Strom nicht aus? Na, Junge, das letzte Mal, als diese Kirche Strom brauchte, tobte der Krieg. Kein Strom in dieser Kirche. Also haben sie Dampfkraft erzeugt. Das ist brillant. Ja, das dachte ich auch. Aber sie wurde niemals gebraucht. Wieso? Sie wurde gebaut, um die alte Orgel anzutreiben. Aber... Ja? Niemand wollte sie spielen. Wegen des Krieges? Nein, wegen des Fluchs. Fluch? Hm? Sagen Sie nichts. Wieder die Elgers? Der schlimmste der Bande. Er war hier, in Alcombe? Jawohl, spielte die Orgel. Dämonische Kreatur. Niemand wollte das Ding spielen. Es hieß, man könne seine Anwesenheit fühlen. Beobachtend, abwartend. Er ist jetzt tief unten. Der kommt nicht zurück. Er ist eingeschlossen. Eingeschlossen? Okay. Was liegt hinter der Metalltür unten im Turm? Gehen Sie da nicht rein. Da drin ist nichts Gutes. Was ist? Nichts, solange Sie sich von der Krypta fernhalten. Eine Krypta? Perfekt. Könnte genau das sein, was ich suche. Verdammt, Junge. Hält sie denn gar nichts auf? Nö. Haben wir den eigentlich schon das gefragt? Wer hat das Denkmal gebaut? Die Leute von Saxton gedenken ihrer Toten. Na doch, ja, das haben wir schon gesagt. Das tun sie sicher. Darf ich Sie etwas anderes fragen? Nur weiter, Junge. Ich schaue mich weiter um. Sie meint es heute gut mit Ihnen. Wer? Der Mond, die bleiche, goldene Göttin. Es ist Ihre Zeit, ebenso wie Ihre.
Anscheinend brauchen wir ja noch was für die Maschine, um die irgendwie anzutreiben. Die wird bestimmt Benzin oder sowas brauchen. Allerdings bekommen wir das erst später. Wir gehen jetzt nochmal in die Kirche. Und werden nochmal mit, wie hieß sie nochmal? Wir werden einfach mit ihr reden. Und haben Sie gefunden, was Sie suchen, ja? Ja, Timmy ist glücklich und ich auch. Das Rätsel handelte von Schwalben. Schwalben, wie? Laute Vögel. Sie sind sehr hübsch. Ich freue mich, jeden Sommer sie zu sehen. Das Lustige ist, ich glaube, sie freuen sich auch, uns zu sehen. Ja, das tun sie ganz sicher. Dann werden sie uns wohl verlassen? Ja, ich sollte weiter. Alle verlassen uns. Ich weiß, dass mit uns etwas nicht stimmt. Ich wusste es immer. Sie haben, was sie wollten. Also können sie jetzt vielleicht uns helfen? Wie kann ich helfen? Bitte, Mister. Ich will nicht ewig hier sein. Nicht hier. Die Schallplatten sind ja nett, aber es ist einsam und kalt. Ich will heim. Ich will meinen Papa sehen. Bitte helfen Sie uns. Aber wie können wir dir helfen, Nancy? Alles hat sich verändert, Nancy. Wie es sein soll. Warum hat er uns keine Briefe geschrieben? Er hat es versprochen. Eure Stiefmutter hat die Briefe niemals weitergeschickt. Ich glaube, euer Vater hat sie nie gelesen. Ich wusste es. Mein Papa würde uns nie vergessen. Niemals. Was hat sie mit ihnen gemacht? Nein, halt. Ich will es nicht wissen. Es tut mir so leid, Nancy. All diese Jahre dachte ich, er hätte uns zurückgelassen. Vergessen. Ich glaube, ihr seid Geister. Gefangen hier in dieser Kirche. Ja, ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Timmy weiß es nicht. Ich habe es geheim gehalten. Vielleicht will ich es nicht glauben. Ich habe auf meinen Papa gewartet, wissen Sie? Es ist Zeit, die Kirche zu verlassen. Du solltest bei Timmy warten. Ja, das kann ich tun. Er wird mit mir kommen. Sagen Sie ihm nicht, warum, bitte. Ich verstehe. Er weiß nicht, warum wir hier festsitzen. Er ist zu jung, wissen Sie? Du bist sehr tapfer, Nancy. Also jetzt akzeptiert sie anscheinend, dass ein Geist ist. Was ist dir und Timmy zugestoßen? Wir gehen nicht mehr zu den Klippen. Etwas ist passiert. Es hat geregnet. Der Weg war nass und aufgeweicht. Und was dann, Nancy? Was geschah dann? Da war ein Mann in Schwarz. Er war so hässlich. Dann kam ein Geräusch. Wie ein Reißen. Die Erde bewegte sich und wir blickten hinab auf das Meer. Seid ihr gestürzt? Oh, Mister, ich will nicht weiterreden. Es ist eine schlimme Geschichte, bitte. Ich will nicht. Das musst du. Wenn das hier enden soll, musst du es erzählen. Ich weiß, es tut weh, aber es ist der einzige Weg. Werden wir diesen Ort verlassen können? Für immer? Okay, jetzt muss immer noch nicht. Was würde euch mehr als alles andere bedeuten? Ja, das müssen wir natürlich ein bisschen zu erlösen. Was würde euch mehr als alles andere bedeuten, Nancy? Ein Brief von meinem Papa. Das wissen Sie doch. Kann er mir einen Brief schicken? Seit Jahren warte ich schon auf einen Brief. Schon so lange. Also ich soll einen Brief für Sie holen. Ich bin sicher, ihr werdet bald bei eurem Vater sein. Ich vermisse seine Geschichten. Er konnte so tolle Geschichten erzählen. Jede Nacht, ohne Ausnahme, las er uns eine Geschichte über Prinzessinnen, Drachen und gestohlene Kronen vor. Warte bei Timmy. Ich komme bald zurück. Und dann wird es vorbei sein? Ja, ich glaube schon. Ich werde meine Platten vermissen. Vielleicht kaufe ich mir neue, da wo wir hingehen. Man weiß nie, oder Mister? Nein, das ist sehr wahr. Seltsame Dinge können geschehen. Ich bin bald zurück. Ich muss leider weiter. Ja. Auch gut, Mister. Tschüss. Ja, leider kann ich bei diesem Let's Play ja nicht so viel reden, weil das meistens die Geschichte erzählt. Aber es ist sehr interessant. Besonders wenn es dann richtig gruselig wird. Aber jetzt müssen wir wieder einem... oder zwei Geistern helfen, die wahrscheinlich von den Aegers attackiert wurden. Ja, jetzt klopft er mal kräftig und... Macht auf, okay. Macht auf, gut.
Dann müssen wir nämlich mal kurz hier hoch. Und das hier machen. Da steht ihn. Das Denkmal. Aber was oder wer ist das? Das ist ihr Vater, denke ich mal, der auf seine Kinder wartet. Der weiß, wie lange er schon wartet. Und deshalb müssen wir jetzt mal zum Denkmal. Müssen wir jetzt zurück den Weg. Da waren wir ja schon. Da konnten wir aber nichts machen. Aber... Jetzt läuft er wieder langsam. Jetzt kann ich nicht schnell machen. Aber jetzt könnten wir da was machen. Weil ihr Vater ist zurückgekommen, aber... Als er zurückkam, da waren seine Kinder schon tot. Da. Das müssen wir, glaube ich, jetzt aufschreiben, oder? Ja. Ein Denkmal. Mit einer Inschrift. Ich werde eine Notiz machen. Geliebte Nancy und liebster Timmy, ihr habt mir gefehlt an jedem Tag, an dem ich fort war. Der Krieg wollte kein Ende nehmen. Ich habe jeden Tag an euch gedacht. Jede Stunde und jede Minute. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat und ich nicht für euch da sein konnte. Bitte verzeiht mir. Ich weiß, wie einsam ihr gewesen sein müsst. Aber ab jetzt wird alles anders. Ich werde bald bei euch sein. Schließt die Augen, meine Lieben. Ich bin schon ganz nah. Und bald werden wir zusammen sein. Nichts wird uns trennen können. Meine geliebten Kinder, ich habe euch so vermisst. Tja, das ist der Brief an die zwei Geschwister. Und das werden wir dann im nächsten Part ihr und ihrem Bruder überbringen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play The Lost Crown bei mir, bei Alu. Also Leute, bis zum nächsten Mal.